Servus, liebe Leute. Sich mit Minoxidil einen Bart züchten, das ist eine coole Sache. Besonders, weil es wirklich den meisten dabei hilft, sich den Bartwuchs stark zu verbessern. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Da ich gerade selbst meine Minoxidil-Kur 2.0 gestartet habe, denke ich, ist es ein guter Zeitpunkt, wieder mal ein paar Grundgedanken zur Bartwuchsförderung mit Minoxidil mit euch zu teilen. Bevor es nun mit dem Video weitergeht, hier noch ein kurzes, besonderes Dankeschön an meine Kaffeekassenspender André, Patrick, Julian, David E., David K., Dominik und Steffen. Vielen Dank für den Kaffee. So, und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Video. In letzter Zeit bekomme ich über Beiträge aus der Bartwuchs.info Facebook-Gruppe, aber auch Nachrichten auf Instagram oder generell Facebook und YouTube mit, dass viele die Minoxidil-Kur mit einer falschen Einstellung angehen. Manche versuchen auf Biegen und Brechen die Bartentwicklung so schnell wie möglich zu erzwingen und greifen viel zu früh zu einem hochprozentigen Minoxidil-Produkt oder schmieren sich sogar das Minoxidil-Produkt öfter als zweimal am Tag auf die Haut. So krass es auch wirklich ist, sich mit Minoxidil den Bartwuchs zu fördern und neue Barthaare zu entwickeln, Minoxidil zaubert keine Barthaare. Damit sich ein Haarfollikel vom Miniaturhaar zum ausgewachsenen Terminalhaar entwickeln kann, braucht es noch immer ein gewisses Potenzial und manchmal sogar sehr viel Zeit. Die richtige Einstellung für eine Minoxidilkur zu haben ist also sehr wichtig. Folgende Sachen sollte man meiner Meinung nach bedenken. Nicht jeder sieht bei der Minoxidilkur Erfolge innerhalb von wenigen Wochen. Gebt dem Ganzen also Zeit. Hat man der natürlichen Bartentwicklung noch nicht genug Zeit gegeben, also mindestens bis 25, kann man gar nicht wissen, ob man überhaupt ein Bartproblem hat. Minoxidil ist nämlich auch ein Blutdrucksenker und sich diesen unnötig ins Gesicht zu schmieren, das sollte man sich meiner Meinung nach ersparen. Nicht jeder hat das Potenzial für einen Zech Gallifianakis Bart. Also auch wenn Minoxidil bei einem sehr gut funktioniert, wird man irgendwann sein persönliches Limit erreichen. Auch ist die Bartentwicklung mit Minoxidil nicht linear, also es wird nicht gleichmäßig immer besser. Einige Barthaare stehen schon in den Startlöchern, wenn man mit Minoxidil anfängt und die brauchen nur den kleinen Schubs von Minoxidil, um sich weiterzuentwickeln. Andere Velushaare fangen bei Null an und brauchen möglicherweise mehr als ein Jahr, um sich weiterzuentwickeln. Es ist also vollkommen normal, dass sich die Barthaarentwicklung nach den ersten schnellen Erfolgen stark verlangsamt. Dabei ändert es auch nichts, auf ein 10% Minoxidil-Produkt umzusteigen. Viel wichtiger als die hohe Prozentzahl und der Preis ist die Verträglichkeit des Produktes. Nur das garantiert, dass man es über längere Zeit regelmäßig verwenden kann, ohne ständig gegen Hautprobleme und andere Nebenwirkungen kämpfen zu müssen. Ich empfehle deshalb gerne den 5% Regain-Schaum, denn dieser ist meiner Meinung nach am verträglichsten. Manchmal hat man Phasen, in denen Shedding auftritt. Das bedeutet, dass viele Haare einen neuen Wachstumszyklus beginnen und das alte Haar dabei ausfällt. Das kann vorübergehend zu einer Lichtung der Barthaare, aber auch der Kopfhaare führen. Zu Beginn oder in der Anfangsphase der Minoxidilkur beobachten viele, dass die Barthaare sehr dunkel werden. Ich wurde in dieser Phase gefragt, ob ich mir den Bart gefärbt habe. Später bekommen viele wieder ihre natürliche Bartfarbe, ich auch. Und weil die oft heller ist, haben sie dann das Gefühl, dass der Bart sich wieder zurückentwickelt. Was natürlich nicht stimmt, ne? Das gehört einfach zur Minoxidilkur dazu. Am besten macht ihr das, was ich in einem frühen Minoxidil-Video von mir schon gesagt habe. Und zwar erwartet nichts von der Minoxidilkur und lasst euch positiv überraschen. Das ist besser, als sich eben diesen Zech Gallifianakis-Bart zu erwarten und dann enttäuscht zu werden. Ja, das waren einmal ein paar Grundgedanken zu Minoxidilkur für den Bart. Geht die ganze Sache am besten mit der richtigen Einstellung an. Dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Danke fürs Zusehen, danke für eure Likes, Kommentare und Abos und vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, Servus.